Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind im Badezimmer. Ich habe einen ruhigen Platz gesucht. Jamie spielt im Wohnzimmer, Kevin arbeitet, Amelie schläft. Genau, und ich dachte, der Fußbodenläufer hier ist schön warm am Popo. Genau, ihr steht auf der Toilette. Ja, und was machen wir hier? Ich denke mal, ihr habt es im Titel gesehen. Ich möchte euch ein Aufgebraucht zeigen. Von den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie lange ich gesammelt habe. Es war auf jeden Fall länger. 3 Monate oder so müssten es sein vom Zeitraum. Ich weiß es nicht. Genau. Und jetzt zeige ich einfach mal die Sachen. Angefangen mit dem, was wir ständig brauchen. Das ist jetzt eins von DM. Taschentücher. Wir finden sie mittlerweile super praktisch. Für zu Hause kann man einfach rausziehen, ist recycelt. Und genau, die haben wir immer da. Wir haben natürlich auch die Stofftaschentücher, die benutzen wir überwiegend. Aber ja. Okay, da ist ein bisschen gepoltert. Wenn es, ja, wenn ich einfach mit der Wäsche nicht hinterherkomme, dann haben wir die. Wenn mehr krank sind als eine Person. So, dann fangen wir an mit Thema Wickeln. Da haben wir wieder die Kita, Großtagespflege eher gesagt. Ist ja keine Kita, Großtagespflege, Windeln gebraucht. Genau, die nette Variante von DM, die Eigenmarke und die mögen wir sehr gerne. Riecht nicht ganz so stark, dann für die Stoffwindeln benutze ich dieses Windevlies und ja, ich liebe es einfach. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist es zu waschen. Früher ging das, bei meiner jetzigen Maschine, die hinter mir steht, funktioniert das nicht mehr, dass ich es wasche und dann wiederverwenden kann, wenn nur mit Pipi beschmutzt ist. Genau, wenn Stuhlgang dran ist, muss es ja eh weg. Falls einer nicht weiß, was Windevlies ist, das ist so eine Einlage, die man in die Windel legt. Und wenn ein Stuhlgang drauf ist, kannst du es einfach so rausnehmen und in die Mülltonne schmeißen. Genau, dann haben wir hier Wattepads. Ich zeige übrigens von allen nur einmal. Ich weiß nicht, wie oft die Sachen leer gegangen sind. Wenn die Verpackung öfter drin war, habe ich aussortiert. Ja, unsere Wattepads natürlich, ohne die geht gar nichts. Die sind einfach für alles. Wunde Brustwarzen oder wund waren sie eigentlich nicht, aber gereizt waren sie mal. Dann benutze ich die für runden Popo, für Stuhlgang wettmachen. Ja, dann habe ich auch eine Packung Feuchttücher leer gemacht. Ich weiß nicht, wie lange die im Einsatz war. Ich weiß noch nicht, wer die gekauft hat, weil wir kaufen eigentlich keine von Lidl. Die fand ich aber eigentlich ganz gut. Genau. Mit Ethanol und Bio-Olivenöl. Achso, ein bisschen geschäumt hatten sie, da erinnere ich mich wieder dran. Aber an sich waren sie gar nicht schlecht. Die sind nicht so gerissen und die hat man nicht so lang gezogen. So, dann haben wir noch unseren Fleckenlöser. Wenn ein bisschen Stuhlgang auf die Stoffwindel kommt, dann mache ich das drauf. Aber auch wenn Essensreste ist ein blödes Wort, beim Essen irgendwie, wenn man Kleck hat. Genau. Da ist es auch ganz gut. Dann habe ich hier Thema Essen, wenn wir schon beim Essen sind. Einmal einen Tee aufgehoben. Jetzt ist Weihnachtszeit zwar rum, kann einmal nachkaufen, aber der war eigentlich ganz cool vom Geschmack her zur Weihnachtszeit. Ja, ich denke mal, nächstes Jahr, wenn es den wieder gibt, holen wir uns den wieder. Dann gab es auch bei DM Winternudeln. Die hatten so ein, wie heißt es? So ein winterliches Design. Fand ich auch ganz cool. Haben die Kinder auch sehr gerne gegessen. Ja. Dann haben wir hier Veggie-Hack aus Erbsenportion und Jackfruit. Was macht man das so? Ich weiß es nicht. Da habe ich mehr von erwartet. Das war jetzt nicht unser Fall. Es schmeckte okay, man konnte es essen, aber es war einfach nicht dieser Fleischgeschmack da. Klar, es ist Veggie, aber
Fleischgeschmack ist auch falsch. Es fehlt mir Aromen, Röstaromen. Röstaromen, das ist gut. Röstaromen fehlt mir. Ja. So, und dann haben wir unser Spülmaschinentabs leer gemacht. Den liebe ich ja. Und ich kaufe sie eigentlich immer wieder. Jetzt habe ich einmal, das seht ihr aber dann im nächsten aufgebraucht, das als Pulver gekauft. Weiß nicht, was Jamie macht, aber zwischendurch hier so im Flur. So, dann habe ich hier, das ist unser Standard, klar, es ist jetzt in Plastik, aber jeder Schritt zählt. Von Frosch, Aktivsauerstoffflecken-Zweck. Ist gegen Ketchup, Rotwein, Kaffee und Obst, Gemüse. Flecken lösen mit Aktivsauerstoff. So sieht das aus. Da gibt es drei verschiedene von und dieses hier ist im Dauereinsatz. Ohne dem geht gar nichts. Da gehen echt super Himbeerflecken und sonstiges raus. Und ja, wenn Amelie Himbeeren isst, das ist Katastrophe, wie sie aussieht. Die Kleidung sieht aus, als wenn man sie nur noch verbrennen kann. Aber hiermit ist sie wieder weiß. Von Dr. Beckmann Waschmaschinenreiniger, Hygienereiniger. Könnte ich jetzt auch nochmal kaufen, allerdings sind wir in Quarantäne. Aber meine Maschine hätte es wieder nötig. Ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Die Maschine wird dadurch sauber und riecht auch wieder gut. Dann habe ich leer gemacht. Folio. Schwangerschaft und Stillzeit, Phase 2. Nimmt man ab der 13. Schwangerschaftswoche. Ich bin natürlich nicht schwanger, aber Stillzeit. Und ich habe es ziemlich lange benutzt. Ich habe jetzt aber keins mehr nachgekauft. Ich stille noch. Aber ich weiß nicht, wann ich abstille. Ende ist offen. Und ich möchte, dass es einfach offen bleibt und jetzt keinen Zwang haben, mir jetzt wieder was zu kaufen. Und dann denke, nee, das ist erst frisch gekauft, jetzt stillt sie länger. Oder ich benutze nur zwei Dinge daraus und denke, habe ich so viel Geld bezahlt für nichts. Genau. Die kleine Maus kriegt ja schon durch die Ernährung genug Vitamine mittlerweile. Ich habe allerdings jodfrei, weil ich kein Jod darf. Und da ist die Kamera wieder rot. Ich muss sagen, das nervt mich arg, dass es immer rot ist. Bis jetzt hat er aber immer gefilmt, aber ich starte dann doch lieber immer neu. So, dann habe ich hier Pflege. Die sind nicht leer, das kann ich schon mal sagen. Die beiden. Aber sie sind angefangen, deshalb kommen sie im Müll und neu gekauft. Unsere Sonnencreme für die Kinder benutzen wir auch. Ist 50 plus, sehr hoch von Sundance. DM ist, glaube ich, auch eine Eigenmarke. Und mit der fahren wir ziemlich gut. Die klebt nicht, die zieht sehr schnell ein. Dann haben wir davon auch die After Sun Lotion. Genau, die ist eigentlich, ja, für die Kinder habe ich sie noch nie benutzt, glaube ich. Eher für mich, wenn ich dann doch mal länger in der Sonne war und nicht ordentlich mich eingecremt habe. Die Kinder cremen mich immer ordentlich ein, aber mir denke ich, ach komm, Oberteil lässt du an und machst einfach so die Stellen und dann, ja, dann hast du doch nicht bis zum Rand gemacht und dann ist der genau ein so ein Strich, der Sonnenbrand hat. Vielleicht lernt man daraus. Ne, ich bin ja erst 30. Ist ja noch Luft nach oben mit dem Lernen. Ja, leer gemacht von Weleda Pflegeöl. Mache ich gerne, wenn der Stuhlgang klebt. Ansonsten benutze ich das gar nicht. Außer die Anfangswochen, wo Amelie frisch geboren war, da habe ich das benutzt. Für Massage, Babymassage. Genau. Und jetzt eigentlich gar nicht mehr. Halt nur für Stuhlgang. Wenn er klebt, dann machst du das auf diese Wattepads hier drauf. Und dann geht das ruckzuck ab. Was mit Wasser nicht weggeht, geht damit weg. Genau, dann haben wir hier von Weleda auch Baby Wind- und Wetterbalsam. Die ist sehr gut. Oh, Amelienchen wird wach. Amelie ist jetzt mit dabei. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Genau. Dann haben wir hier Zahnbürsten von Amelie. Damit hat sie Zähne putzen gelernt. Einmal die. Ups. Einmal die hier am Anfang. Das hier ist super praktisch, weil dann geht das nicht einfach in den Mund ganz tief rein.
So, willst du die haben? So, bitte sehr. Nein. Nein. Okay. Und man kann dieses Ding, das habe ich jetzt auch noch beide ein. Und Dankeschön. Kann man auch hier zum Abstellen benutzen, was auch sehr praktisch ist. Genau. Und man kann es natürlich hier genauso dran machen. Und dann, wenn die das Zähneputzen lernen, verschwindet halt nicht die ganze Zahnbürste. Und die hat diesen Aufsatz. Ist beides von Nook. Und wir haben es bei beiden Kindern benutzt. Jeder hat natürlich eine gehabt. Die kommen jetzt auch weg. Mama! Ja, Mensch, was liegt hier für Müll, ne? Jo. So, Zähneputzen habe ich dann nach einer Zahnpasta von Happy Bosch. Happy Bosch, genau. Die hat Kevin sich gekauft und 100% vegan, mit Aktivkohle. Man hat beim Zähneputzen schwarze Zähne. Er sagt, das war ein bisschen erschreckend, aber sehr erfrischend, der Geschmack. Und er findet sie wirklich gut. Das hat er dazu gesagt. Ich habe extra gefragt. Dann haben wir meine feste Spülung mit Mandelduft. Die ist noch nicht leer, die liegt noch in der Dusche, aber schon gut aufgebraucht. Mache ich bei jedem Haarewaschen mit rein, es sei denn, ich nehme eine Kur, ne? Mhm. Und ich habe sie wirklich sehr gerne und ich habe sie gestern benutzt. Ich hoffe, man sieht es. Die pflegt wirklich sehr gut. Ist für strapaziertes und brüchiges Haar. Dann haben wir hier die feste Spülung, von der ich... Ich dachte, das wäre die Kur, von der ich gesprochen habe. Nein, das ist eine andere feste Spülung. Die fand ich auch gut, aber ich muss sagen, ich finde die von Alverde besser als wie die von Veleda. Von Balea. Was macht man da? So. Genau. Dann haben wir von Balea festes Shampoo mit Kokos- und Limettenduft. Die roch sehr frisch. Konnte ich nicht benutzen, weil es mit Kokos ist, aber es ist auch eher Kevins Geschmack oder Duftrichtung. Feste Dusche mit Minze, Bergamott und Duft. Die ist super. Genau, die schäumt gut. Ich nehme übrigens immer dieses Stück Seife so und habe das dann hier so liegen und reibe mich dann so ein. Und wenn ich fertig bin, lege ich das auf meinen Seifenspender, der an der Wand hängt. Ne? Was ist hier los? Genau, die fand ich auch gut. Also Alverde ist echt top an Produkten. Ne? Und das erste habe ich schon wieder in den Schrank gelegt, was ich dann beim nächsten Mal zeige. Habe ich nämlich noch nicht verwendet, aber die Verpackungen sind ja immer hier. Das letzte habe ich nicht rausgekriegt. Du hast recht, da ist eins drin. Die Verpackungen sind ja dann immer sofort leer, wenn man... wenn man es öffnet, ne? Also man holt es raus und die Verpackung ist direkt leer, das hat man sich an im Schrank. Ja, das wird beim nächsten Aufgebrauch gezeigt, ne? Oh, danke, Steve. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist Inspiration dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rappetschön, ne? Danke. Tschüss.